Ich bin Martin Rabanus. Ich wohne in Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis, im Herzen meines Wahlkreises Rheingau-Taunus-Limburg, den ich als Abgeordneter im Deutschen Bundestag vertrete. In die Politik bin ich gegangen, weil ich schon immer das gestalten wollte, was mich umgibt. Meine persönlichen Schwerpunkte in der Arbeit haben sich immer im Bereich Bildung und Forschung bewegt. Der Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg ist natürlich der schönste Wahlkreis Deutschlands. Er liegt sich geografisch in der Rhein-Main-Randlage, vom Westen kommend, am Rhein entlang, um Wiesbaden herum bis in den Westerwald. Es sind im Grunde drei Subregionen, die wir haben, die sehr schön sind und die für sich ihren eigenen Charme haben. Wir Bundestagsabgeordneten leben ungefähr die Hälfte unserer Zeit auf dem Koffer in Berlin. Die andere Hälfte unserer Zeit verbringen wir im Wahlkreis. In der Wahlkreiswoche sind wir natürlich Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger bei uns in den Städten und Gemeinden. Also gerne willkommen bei Bürgersprechstunden, aber auch in vielen anderen Gelegenheiten, wo wir unterwegs sind in unserem Wahlkreis, von der Kerb angefangen bis hin zu Gesprächen mit Firmenvertretern oder auch mit sozialen Verbänden. Und in Berlin wiederum haben wir auch klare Terminkalender, die sehr regelmäßig sind. Ich komme in der Regel am Montagmittag hier an. Als Mitglied des Fraktionsvorstandes beginnt dann für mich montags sozusagen die regelmäßige Sitzungswoche mit dem Fraktionsvorstand. Es geht dann weiter mit unseren Arbeitsgruppen, mit den Ausschusssitzungen, mit den Fraktionssitzungen, die in klarem Rhythmus stattfinden. Die Plenarsitzung selbst beginnt dann immer am Mittwochmittag mit der Fragestunde, der Regierungsbefragung und gelegentlich aktuellen Stunden oder ganz besonders aktuellen und wichtigen Gesetzen. Donnerstag und Freitag sind dann sozusagen die Kernbereiche des Plenums. Es beginnt um 9 und wir hören dann abends auf, wenn es fertig ist. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich mit der regionalen Wirtschaft immer wieder in Kontakt bin. Und das mache ich sowohl, was unsere sozusagen alteingesessenen Unternehmen angeht, aber wir haben auch eine, wenn auch zarte, aber doch sehr spannende Start-up-Szene bei uns. Und da ist es für mich unheimlich wichtig, auch vor dem Hintergrund meiner Themen im Forschungs- und Innovationsbereich, mit diesen immer wieder Kontakte zu haben, um einfach zu schauen, dass unsere Region den Anschluss nicht verliert. Ganz wichtig ist immer den Kontakt und auch die Verankerung zu haben in der kommunalen Politik. Das gilt für mich persönlich als Mitglied des Kreistags im Rhein-Taunus-Kreis seit 15 Jahren inzwischen. Einfach zu wissen, was die Themen sozusagen ganz klein in der wirklichen Welt, was die Menschen bewegt. Und da gehört natürlich auch dazu, dass ich einen Kontakt zu, in Anführungsstrichen, meinen Bürgermeistern auch halte. Wichtig ist, dass wir im politischen Geschäft sehr genau wissen, was die Interessen, die Bedürfnisse, die Sorgen und Nöte der Menschen sind. Und da spielt Parteizugehörigkeit die kleinste Rolle. Wenn ich nach zwei besonderen Zielen oder Herzensangelegenheiten gefragt werde, dann ist das eine, ich möchte gerne wirklich die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung in Deutschland hinkriegen. Das ist nach wie vor nicht der Fall. Der zweite große Bereich ist in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ein kleines bisschen dazu beitragen, dass Menschen und Völker miteinander reden und nicht aufeinander losgehen.